Servus, hallo, Marsch mit Wendling, sisu-training.de, heute die 426 von 365 mit einem kleinen Beitrag. Ich habe es mal Fehler im Training Nummer 1 genannt und zwar möchte ich da vielleicht so eine kleine Serie draus machen. Immer wieder mal die Dinge, die mir auffallen so im Umgang mit den Athleten oder was die für Problemstellungen oder Fragestellungen haben, einfach nur mal so in kurzen Stichpunkten hier nochmal aufarbeiten. Und ganz aktuell habe ich jetzt mal drei Punkte rausgesucht. Das eine ist das bergige Terrain, habe ich es mal genannt, zu oberst stehend, also ganz oben. Und zwar fällt mir das wieder auf, dass viele Leute jetzt im Mountainbike oder im Crosser unterwegs sind, wenn sie nicht auf der Rolle fahren, weil es einfach auch schweinekalt draußen ist. Was ja okay ist, das ist ich bin auch großer Befürworter des Draußenfahrens, weil man sich ja doch in geschlossenen Räumlichkeiten im Winter primär aufhält. Also von daher ist es eine gute Sache, draußen zu fahren. Aber wenn ihr draußen fahrt, dann fahrt bitte nicht wie hier im Rhein-Main-Gebiet den Feldberg hoch und fahrt den Feldberg wieder runter, weil ich jetzt gerade in den letzten Tagen drei Krankheitsfälle deswegen zu beklagen habe. Die sind den Feldberg hochgefahren, man schwitzt ordentlich und dann sind es oben halt minus 5, minus 6 Grad und dann fährt man Ewigkeiten berg runter, kühlt sehr stark aus und dann hat man einfach das Problem, dass man dann letztendlich krank wird. Also wenn ihr mit dem Crosser fahrt, dann sucht euch bitte nicht zu extremes Terrain, wie man in Hessen sagt, aus, sondern fahrt eher flach, wellig. Klar könnt ihr auch mal einen Stich hochfahren, aber bitte keine langen Anstiege, denn lange Anstiege bedeuten auch lange Abfahrten und dafür ist es eigentlich aktuell momentan ja, zu kalt. Also wer da im Kraftausdauerbereich eher was machen möchte, der ist aktuell besser auf der Rolle unterwegs. Dann zweites Thema ist das Tempo bei den Intervallen. Ich mache mir da schon Gedanken, auch wenn ich eine Tempovorgabe beim Intervalltraining ausrechne oder dann einfach in den Plan reinschreibe. Und es wäre schön, wenn diese Tempovorgabe eingehalten werden würde. Denn irgendwie hat sich das so ein bisschen breit gemacht, dass Intervalle automatisch bedeuten, dass man sich volles Rohr in die Fresse haut. Und das ist nicht immer zielführend und schon gar nicht für einen Age-Group-Triathleten, der vielleicht motorisch nicht unbedingt so auf der Höhe ist, überhaupt schnell laufen zu können. Das heißt, wenn er diese Tempovorgabe übererfüllt, weil er glaubt, er muss heute zeigen, dass er der neue heilige Emperor Selassie ist, dann wird er Probleme haben, muskulärer Natur, orthopädischer Natur. Und das habe ich die letzten Tage mehrfach gesehen. Gerade bei den kurzen Intervallen, bei den 200-Meter-Intervallen, die eigentlich der Motorik dienen und nicht unbedingt so auf Stoffwechselebene oder muskulärer Ebene jetzt besonders was hervorheben sollen, weil es einfach zu kurz ist von der Intervalllänge her. Da ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man einfach guckt, dass man schnell läuft, aber eben nicht zu schnell, weil natürlich mit jeder Sekunde, die schneller läuft, das orthopädische Risiko in Kombination mit der Kälte draußen schon ein immens großer Faktor ist, was so Verletzungen angeht. Also da Tempovorgaben bitte möglichst einhalten und da nicht über ehrgeizig sein, weil dann hat man das Problem, wie ich es jetzt auch wieder beschrieben bekommen habe, dann Muskelprobleme oder halt eben Bandprobleme im Fuß. Das ist jetzt bei der Kälte, gerade dann, wenn vielleicht ihr auf der Bahn lauft und die Tadernoberfläche leicht vereist ist, dann hat man natürlich auch immer so ein leichtes Wegrutschen, ruckzuck eine Überspannung in der Plantarsehne, Achillessehne, Wade und dann hat man den Salat. Also nicht immer das Ding rausholen und zeigen, wer den längsten hat, sondern mal kurz drüber nachdenken, ob der Tempobereich in dem Moment vollkommen ausreichend ist oder ob es wirklich sein muss, dass man zeigt, wer den längsten hat. Gut, die beiden oben genannten Punkte, die führen dann oftmals auch zum Thema Krankheit. Und wer da eben jetzt gerade betroffen ist, ob er krank ist, also erkältet ist oder vielleicht verletzt ist, behaltet mal die Nerven. Also momentan ist es so, dass ja doch eigentlich viele Leute auch krank sind und dann wird zu früh eingestiegen und das Ganze wird dann oftmals auch durch Medikamente überdeckelt und eine Erkältung ist einfach da, eine Erkältung kommt und eine Erkältung geht auch wieder und es geht nicht schneller mit irgendwelchen Medikamenten oder mit frühem Einsteigen. Also wer krank ist, ist krank und krank bedeutet Trainingspause oder maximal ein bisschen Dehn oder maximal ein bisschen Stabi, aber ansonsten nichts. Und da muss man auch mal cool bleiben, wenn man vielleicht mal eine Woche nicht trainiert, dann ist eine Saison keinesfalls in Gefahr. Und da muss man echt mal irgendwie tief durchatmen und mal cool bleiben und mal wirklich an das denken, was wirklich auch vielleicht mal außerhalb des Sports wichtig ist. Und nutzt diese Zeit, wenn ihr krank seid und pennt einfach und erholt euch da einfach, sofern es irgendwie geht. Und seht nicht immer unbedingt das Schwarze oder das Schlechte in Krankheiten, sondern Krankheit kann auch mal eine Chance sein, dass man vielleicht auch wirklich mal, wie ich es eben gerade gesagt habe, durchatmet. Also drei Punkte. Schreibt es euch auf die Fahnen und demnächst geht es mit dem zweiten Teil weiter, wenn mir wieder ein paar Dinge auffallen. Ciao, ciao.